Hallo Freunde, Servus! Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und na, obwohl das jetzt eine saugeile Überleitung gewesen wäre, nee, wir machen ja kein Schnitzel, wir machen uns Rindfleisch-mongolische Art. Ein recht einfaches Gericht zum Zubereiten, aber geschmacklich echt toll, mache ich immer wieder mal gern. Okay, let's go! Für unser mongolisches Rindfleisch brauchen wir natürlich zuerst mal ein schönes Stück Rindfleisch. Ich habe hier eine Rinderlende gekriegt, Rumpsteak, Hüfte etc. Alles gut. Um das Ganze ja schick zu marinieren, brauchen wir dunkle Sojasauce, Austernsoße und ungefähr ein halbes Päckchen Backpulver. Okay, wir geben unsere Streifen rein. Dann das Backpulver. Ungefähr 2 Esslöffel von der dunklen Sojasauce. Und eineinhalb Löffel von der Oystersauce. Das fertig marinierte Fleisch decke ich ab und gebe es in den Kühlschrank. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Fan vom längeren Marinieren. Im Rezept steht eigentlich, es reicht eine halbe Stunde bis Stunde. Ich werde es ein paar Stunden drin lassen. Es schadet auch sicher nicht, das Fleisch über Nacht zu marinieren oder gar 24 Stunden. Kein Thema, alles klar. Wir sehen uns in circa einer Stunde. Während unser Rindfleisch jetzt schön mariniert, beginnen wir mit der Soße. Wir brauchen dazu ein Stück Ingwer, ein paar Knoblauchzehen und Chilis. Ob ihr hier ein Feuerwerk abbrennen wollt oder es doch ein bisschen milder habt oder eher zur, naja, Sorte gehört, überlasse ich dabei euch. Den Ingwer, ca. 10 Gramm schwer, schälen wir uns erstmal. Die Knoblauchzehen, wenn noch nicht geschehen, ziehen wir ab. Unseren Chili entkernen wir. Und die drei Teile häckseln wir uns dann mal klein. Als nächstes bereiten wir uns die Paprikaschoten vor. Wir haben eine rote und eine grüne. Naja, nicht ganz grün. Grüne haben wir keine gehabt. Die wird ebenfalls entkernt. Und in feine Streifen geschnitten. Damit haben wir dann unsere fein geschnittenen Paprikastreifen und die Mischung aus Ingwer, Chili und Knoblauch. Jetzt geht es an die Soße. Wir brauchen etwas Sesamöl oder ich habe jetzt Erdnussöl hier. Wir brauchen Speisestärke. Wir brauchen 5 Esslöffel Huisinsauce und wir brauchen noch ein bisschen dunkle Sojasauce. Für die Soße verrühren wir uns einen Esslöffel vom Sesam oder in meinem Fall Erdnussöl.
5 Esslöffel von der Hoisinsauce. Zwei Esslöffel von der dunklen Sojasauce und einen Esslöffel Speisestärke. Ich habe bei der Soße wieder mal was vergessen. In die Soße gehören auch zwei Esslöffel vom Ahornsirup. Wichtig für den Geschmack. Und ganz wichtig zu erwähnen, das ist ein original kanadischer Ahornsirup. Den hat mir meine liebe Freundin, die Anna, aus Kanada geschenkt. Danke dir! Das Ganze füllen wir dann noch auf mit ungefähr 10 Esslöffel Wasser. Und verrühren das ganz schön, bis sich die Speisestärke gelöst hat. Und wir hier eine schöne Soße haben. In einer Pfanne erhitze ich mir jetzt ein bisschen Sesamöl oder in meinem Fall Erdnussöl. Die Steakstreifen gebe ich einzeln in die Speisestärke und dann in die heiße Pfanne. Unsere Steakstreifen gehen wir dabei mal in den Ofen zum Warmhalten und wir machen weiter mit der Soße. Ich kann sagen, sehen jetzt schon super lecker aus und schmecken jetzt schon total geil. Die Zwiebeln ein paar Minuten in der Pfanne anschwitzen, dann die Chili-Knoblauch-Mischung dazugeben, kurz mit anschwitzen lassen, mit der Soße ablöschen und dann unser vorbereitetes Fleisch wieder mit in die Pfanne. Während unser Fleisch jetzt in der Soße fertig zieht und der Thermomix mit dem Reis furchtbar Lärm macht, bereite ich mir noch kurz eine Frühlingszwiebel vor. Die brauchen wir nachher als kleine Deko. Das Fleisch zieht noch bei ganz kleiner Hitze schön vor sich hin. Als Deko haben wir schon mal die Frühlingszwiebel vorbereitet und Sesamkörner kommen dann noch mit drauf. So, unser mongolisches Rindfleisch ist fertig. Ich habe es, wie gesagt, noch mit den Frühlingszwiebeln und ein bisschen Sesam paniert. Und ich kann euch echt sagen, das ist sau lecker. Probiert es aus. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!